Wie kann man Jugendliche mit Problemen oder Schwierigkeiten in der Lehre unterstützen? Mein heutiger Gast ist Lulsana Musliu. Sie ist verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit bei Pro Juventute. Und ich bin Steffi von justi.ch und das ist eine neue Folge von Inside Berufsbildung. Hoi Lulsana, schön bist du da. Danke für die Einladung. Bevor wir zum Thema kommen, wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sicher ein bisschen mehr über dich wissen, erzähl uns doch, wer bist du und was machst du genau in deinem Alltag? Also mein Name ist Lulsana Musliu und seit 1,5 Jahren verantworte ich die Öffentlichkeitsarbeit von der Stiftung Pro Juventute. Das heisst, ich stehe der Öffentlichkeit zur Verfügung für Fragen rund um die Stiftung. Ich bin vor allem in Kontakt mit Journalistinnen und Journalisten, aber auch Bürgerinnen und Bürgern und beantworte, was für Anliegen Kinder und Jugendliche gegenüber uns äußern. Im Moment ein grosses Thema ist die psychische Belastung aufgrund von Corona, aber auch generell. Und das ist ja auch das Thema heute mit dir zusammen. Genau, wie du schon angetönt hast, in unserem heutigen Gespräch geht es um die psychische Gesundheit von Jugendlichen. Ich möchte an dieser Stelle kurz erklären, warum wir uns für das Thema entschieden haben. Und zwar ist da vor allem der Grund, dass wir häufig mit Berufsbildnerinnen, aber auch mit Lehrpersonen und Eltern reden und häufig hören, dass es vielen Jugendlichen nicht gut geht. Viele Jugendliche und auch Erwachsene leiden unter psychischen Problemen. So Probleme hat es schon immer gegeben, sie sind aber durch die Corona-Krise deutlich verstärkt worden. Vielfach gibt es Probleme im Zusammenhang mit Drogen, Depressionen, Druck, Überforderung usw. Darum geht es in diesem Gespräch heute um die Sensibilisierung von diesem Thema, um konkrete Fälle und Beispiele. Wir geben Tipps, wie man so Situationen meistern kann und nennen Anlaufstellen für Jugendliche und auch Lehrbetriebe. Kommen wir doch zu den spannenden Fragen, die wir da für dich vorbereitet haben, Lulsana. Und zwar, was sind denn eigentlich genau psychische Probleme? Also psychische Probleme, die betreffen vor allem das Wohlbefinden von einer Person. Also es tut wirklich das ganze Lebensgefühl beeinträchtigen. Es wäre vielleicht jetzt einfach zu sagen, es sind einfach keine körperlichen Beschwerden, aber vielfach tun psychische Probleme auch körperliche Beschwerden auslösen. In der psychischen Diagnostik gibt es natürlich eine Vielzahl von psychischen Problemen, die herum sein können. Ich glaube, am einfachsten ist zu sagen, das Wohlbefinden von dieser Person ist gestört. Okay, und wenn man jetzt von dem Wohlbefinden redet, mit welchen Problemen oder Anfragen kommen Jugendliche konkret zu euch? Also beim 147 sind wir da für alle Probleme oder Problemchen, die man hat. Das ist ein ganz grosses Spektrum von Liebeskummer über ein Problem mit einer Kollegin, mit einem Kollegen, bis hin zu selbstverletzendem Verhalten, Angststörungen oder auch Suizidgedanken. Das hat leider auch sehr stark zugenommen. Was wir auch sehen, was sicher spannend ist für Berufsbildnerinnen und Berufsbildner, ist, dass eine grosse Zukunftsangst um einen ist. Also da haben wir wirklich viel mehr Anfragen in den letzten 2 Jahren gehabt. Viele Jugendliche, die fürchten sich davor, zu versagen, nicht gut genug. Sie haben Angst davor, was kommt, weil sie natürlich auch in einer Situation sind, wo sich so vieles im Leben verändert. Genau, also die Corona-Situation ist sicher sehr bekannt, dass es vielen nicht gut geht. Wie geht es denn aber effektiv den Jugendlichen, wenn sie euch jetzt über 147 zum Beispiel kontaktieren? Das kann sehr unterschiedlich sein. Das kann wirklich jemand sein, der um 2 Uhr am Morgen anruft, aufgelöst ist, heult, wirklich eine schwere Situation hat. Es kann aber auch eine sehr reflektierende E-Mail sein. Es ist immer wieder sehr überraschend, wie gross das Spektrum ist. Und was auch immer Beraterinnen und Berater sagen, ist eigentlich, dass die Generation sehr reflektiert über ihre Probleme auch ist und da wirklich auch die Hilfe holt. Wir sind ja wirklich ein 24-7-Betrieb, rund um die Uhr. Da hat man eine Vielfalt von Fällen, die um sind. Du hast jetzt genau von der Generation geredet, die euch kontaktiert. Ist aber manchmal auch der Fall, dass ältere oder andere Bezugspersonen sich bei euch melden, weil es Probleme gibt mit dem Kind oder so? Also wir haben es 147 für Kinder und Jugendliche vor mehr als etwa 20 Jahren schon lanciert gehabt. Und wir haben dann mit dem Verlauf der Zeit gesagt, es braucht eigentlich wie auch noch eine Unterstützung für die Mittler, die für Kinder und Jugendliche da sind. Und wir haben auch eine Elternberatung, wo man ist. Wir haben auch eine Jugendleiterberatung, also eigentlich die Personen, die wirklich auch mit den Kindern und Jugendlichen direkt arbeiten. Das 147 bleibt aber unser grosser Kuchen, muss ich sagen, das ist sicher so. Aber wir haben jetzt auch in den letzten 2 Jahren viel mehr Beratungen für Eltern durchgeführt, weil sie sich natürlich grosse Sorgen machen um ihre Kinder. Sie merken auch, dass ihre Kinder natürlich jetzt in dieser Zeit mehr aufs Familienleben zurückgeworfen sind. Es kommt auch mehr zu familiären Konflikten. Man hat vielleicht eine unterschiedliche Auffassung, wie man jetzt Massnahmen einhält oder was man jetzt macht und nicht macht als Familie. Also es ist sicher so, dass auch der Redebedarf seitens der Eltern gross war. Okay, das klingt sehr spannend auch, dass es für die Eltern auch gute Angebote gibt. Wie ist es denn jetzt seit Corona? Haben sich dort Anfragen gehäuft oder geändert?
Also hat wirklich so einen Verlauf gehabt mit den verschiedenen Wellen. Also am Anfang, also es war alles neu, es waren viele Unsicherheiten herum. In dieser Zeit haben vor allem Jugendliche sich bei uns gemeldet, dass, weil sie sehr einsam waren. Also es sind auch die Schulen geschlossen gewesen. Man hat wirklich müssen heimgehen, viel die heim sein, alles war geschlossen gewesen. In dieser Zeit haben wir auch sehr viel mehr Anfragen gehabt zu häuslicher Gewalt, zu Problemen zu Hause. Wir haben auch gesehen, dass wir in dieser Zeit viel mehr schriftlich kontaktiert worden sind. Weil man hat vielleicht die heim nicht wollen, dass jemand noch gehört, dass man am Telefon ist. Also der Chat hat in dieser Zeit extrem zugenommen gehabt. Dann eigentlich so in die Welle vom Herbst, Winter vom letzten Jahr haben wir eigentlich das erste Mal gesehen, dass wirklich sich auch die psychischen Probleme manifestieren, also depressive Verstimmungen, dass uns geschrieben worden ist, zum Beispiel, ich bin psychisch müde oder dass sie sagen, ich mag nicht mehr so weiter, ich weiss nicht, wie weiter. Es ist auch die Zeit im Herbst häufig, dass sich dann psychische Probleme verstärken können und auch zum Beispiel, weil viele natürlich im Herbst auch eine neue Lehre anfangen oder in eine neue Schule kommen oder ein Studium anfangen. Das ist eigentlich so die Zeit, wo vieles wirklich auch passiert bei den Jugendlichen. Ein grosses Thema war jetzt eigentlich immer auch schon auch die Zukunftsangst. Also, dass man hört, ja, ich bewerbe mich überall zum Schnuppern, wird aber nicht eingeladen. Wie geht es jetzt weiter? Oder auch Jugendliche, die vielleicht in Lehrbetrieb waren, die mehr von Einschränkungen betroffen waren. Jetzt sagen wir jemanden, der eine Kochlehre macht oder wo sie wirklich geschlossene Infrastruktur hatten. Das war natürlich sehr schwierig. Es ist sehr unterschiedlich auch, wie man durch die Krise gekommen ist. Also gerade bei Jugendlichen, die vorher schon eine gewisse Belastung herum war, hat das eigentlich verstärkt. Und es geht nicht um die Massnahmen an sich, sondern eigentlich mehr vor allem die Unsicherheit, die in dieser Zeit verbunden ist. Und was auch ist, ist halt, dass für die Entwicklung für die Jugendlichen sehr wichtig ist, dass sie den Austausch haben zu Gleichaltrigen, dass sie sich abnabeln von zu Hause. Und das ist halt nicht so möglich gewesen. Und ich glaube, ganz wichtig ist noch das Zeitverständnis. Ich glaube, da müssen sich alle Zuhörerinnen und Zuhörer zurückdenken. Wenn man jung war, ist zum Teil nur schon die Sommerferien von 6 Wochen ewig vorgekommen. Das Zeitgefühl ist ganz anders. Es ist auch normal, dass es so anders ist. Es entwickelt sich dann nachher noch. Das heisst, die 2 Jahre sind für die Jugendlichen einfach gefühlt viel länger. Mhm. Also gefühlt ewig wahrscheinlich. Genau. Jetzt hast du gesagt, die Jugendlichen kontaktieren euch über 147. Wie muss man sich das vorstellen? Was für Kanäle bietet ihr dort an? Ist es ein Chat? Oder anrufen kann man? Da ist, glaube ich, vielen klar. Was für Kanäle bietet ihr im Allgemeinen an? Ich glaube, ich muss da wieder zurückkommen auf die Generation von heute. Oder? Also, sie sehen das vielleicht. Ja, die schicken sich Voice Messages oder sie chatten miteinander. Das Telefon haben sie fast ein bisschen vorbei, manchmal davon. Je nach Lehrbetrieb wird man das sicher auch mal erleben. Wir haben das Telefon, das bleibt nach wie vor der grosse Kanal. Das heisst, man tippt einfach 147 ein, man kommt zu uns. Es erscheint nicht auf der Handyrechnung, man kann anonym bleiben, es ist kostenlos, es ist wirklich das grosse Ding. Und wir haben uns dann aber weiterentwickelt. Wir haben gesagt, okay, die Generation hat noch ein anderes Bedürfnis. Wir haben E-Mail-Möglichkeit, meistens mehr die Älteren als jetzt die Jungen. Chat ist sehr beliebt, den Chat bieten wir aber zu gewissen Öffnungszeiten an, weil natürlich ein Chat ist auch länger, es braucht mehr hin und her. Das Telefon ist immer bedient, rund um die Uhr. Und dann haben wir auch die Möglichkeit, uns ein SMS zu schreiben. Und natürlich haben wir auch die Webseite 147.ch, wo ganz viele Fragen schon beantwortet werden. Also wir haben dort auch, es ist noch interessant, das, was dort angeklickt wird, ist nicht immer das Gleiche, für was man bei uns anruft. Also wir haben dort zum Beispiel das Dossier zur Sexualität, das sehr gut läuft, sehr hohe Klickzahlen hat. Aber so bei den Anrufen spielt es nicht immer eine grosse Rolle, weil das auch eben je nachdem mit Scham auch zu tun hat und so. Also es hat die verschiedenen Kanäle, hoffen wir einfach, dass es die Bedürfnisse so weit wie möglich abdeckt. Du hast jetzt sehr viele spannende Kanäle genannt. Wenn jetzt die Situation so ist, dass ein Jugendlicher sich überlegt, soll ich anrufen oder nicht, gibt es irgendetwas, was er machen kann oder er oder sie machen kann, bevor er anruft? Also wie können sich Jugendliche selber helfen, bevor sie den Schritt machen und auf euch zukommen? Also man weiss aus der Forschung, dass sich Jugendliche vor allem zuerst an Gleichaltrige wenden, also an ihr Umfeld. Gleichaltrige Freundinnen und Freunde, die spielen eine grosse Rolle. Und dann natürlich auch das Elternhaus und andere Bezugspersonen. Das heisst, dass sie noch Hilfe annehmen von externen Beratungsstellen. Da muss eigentlich vieles gehen sein, um es ihnen so einfach wie möglich zu machen. Beim 147 haben wir eigentlich da vor allem mit der Niederschwelligkeit wirklich einen Vorteil. Das heisst, man kann bei uns anrufen, muss nicht sagen, wie man genau heisst, wo man genau wohnt, wie alt man ist und so weiter. Also man kann wirklich einfach mal anrufen. Und was wir zum Beispiel vielfach erleben, ist, dass es einfach mal auch so einen Scherzanruf mal gibt. Und wir sind auch gar nicht böse, was das betrifft, weil es geht eigentlich mehr darum, die Neugier, ist da wirklich jemand rum?
Also sie rufen dann mal an und dann hängen sie vielleicht wieder ab oder sagen etwas anderes. Aber dann kommen sie nochmal und dann sagen sie sogar, ich habe mal angerufen und abgehängt. Oder? Also es ist eigentlich auch, also so muss man sich das vorstellen. Und ich glaube, wichtig ist, dass die Jugendlichen über die Möglichkeit wissen. Das heisst zum Beispiel in Lehrbetrieb, wenn das Berufsbildnerinnen und Berufsbilder wissen, dass sie sagen, hey, da gibt es zum Beispiel ein Angebot, du kannst einfach anonym bleiben dort, du kannst wirklich einfach mal mit jemandem reden, es ist kostenlos, deine Eltern erfahren nicht davon, weil es kommt nicht auf die Handyrechnung und so weiter. Und das kann eben schon sehr helfen, weil eben auch die Beratungsangebote, die dann eigentlich sozusagen sonst im realen Leben ist, man muss dort hin, man muss sich zeigen und so weiter, das ist schon immer auch eine zusätzliche Hürde. Was wir auch haben in der Beratung, ist vielleicht noch spannend, um das zu wissen, wir haben sehr viel mehr Mädchen, die sich bei uns melden als Buben. Und das hat auch, das zieht sich durch in vielen Bereichen. Also es ist eher so, dass Mädchen über ihre Probleme wirklich mit jemandem externes auch reden wollen. Aber es ist, glaube ich, auch wichtig, zum hinschauen, wenn es um die jungen Männer, Buben geht, dass sie eben auch um die Möglichkeit wissen. Also die kommen dann eher zu uns, wenn sie eigentlich schon in einer schweren Situation sind. Und ich glaube, dass man da vielleicht auch schon frühzeitig kann Hilfe holen, wäre sicher auch ein Message für die Lernenden, also junge Männer und Buben. Genau, du hast jetzt Mädchen und Buben angesprochen, vorher aber auch mal noch so ein bisschen den Lehrbetrieb angetönt. Ich möchte jetzt gerade so ein bisschen in diesen Bereich überwechseln. Und zwar, wenn wir auch Lehrbetrieb natürlich ein bisschen einen Mehrwert bieten, wenn sie jetzt hier zuhören oder einfach Berufsbildner und Berufsbildner, wie kann man denn psychische Probleme bei Lernenden frühzeitig erkennen oder wenn möglich auch verhindern? Ich glaube, ganz wichtig ist bei Bezugspersonen generell, ob jetzt das Eltern sind, Berufsbildnerinnen sind oder jemand im Sportclub. Ich glaube, man muss sich bewusst sein, was kann ich professionell und wo braucht es eine professionelle Hilfe? Also man muss sich ja vorstellen, es gibt ja Psychologinnen und Psychologen, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, die gibt es ja für einen Grund, oder? Also wir in unserer Beratung haben auch wirklich alles nur professionelle Beraterinnen und Berater, also keine Freiwillige. Das heisst, es sind Psychologinnen, Sozialarbeiter oder Sozialpädagogen. Das heisst, sie haben die Ausbildung dafür. Also man muss dann auch ein bisschen herausfinden, wo hole ich mir eben auch Hilfe. Weil ich kann ja die Diagnostik nicht machen oder ich kann nicht per se das antizipieren. Ich glaube, da hat es wirklich auch eine gesellschaftliche Entwicklung, die es wie braucht. Weil man würde ja zum Beispiel auch nicht bei einem Armbruch sagen, ich helfe jetzt meinem Lernenden. Also man muss vielleicht auch schauen, hey, wie kann ich ihm zu einer professionellen Hilfe bewegen. Natürlich gehört vieles dazu, wie kann ich zum Beispiel die Situation im Lehrbetrieb so gut wie möglich halten, wie kann ich das Vertrauensverhältnis, ich glaube, wir reden nachher noch darüber, aber ich glaube, wenn es wirklich in eine Richtung geht, dass man ein psychisches Leiden sieht, dass man da eher auf wirklich professionelle Angebote sicher auch hinweist und halt einfach da ist für die Person. Aber man darf nicht das Gefühl haben, man könne dann alles lösen, weil man hat ja andere Qualitäten. Genau, also wichtig ist ja sicher, dass man die Anzeichen erkennt. Was sind denn so typische Anzeichen für ein psychisches Problem oder zum sehen, hey, ich glaube, dieser Person geht es nicht so gut. Wie kann man der helfen? Verhaltensänderung. Also in der Regel ist es meistens so, dass sich eine Person mit einem Leiden, mit einem psychischen Leiden, wird in seinem Verhalten ändern. Das kann ganz unterschiedlich sein. Das kann Zurückgezogenheit sein, es kann aber auch Aggressivität sein, es kann ein grosser Stresslevel sein, es sind vielleicht auch körperliche Beschwerden, häufig krank sein, Bauchschmerzen etc. Es ist natürlich nicht immer alles gerade am Schluss ein psychisches Problem, das eine Therapie braucht, aber es gibt so die Anzeichen und eben die Verhaltensänderung ist eigentlich immer das Häufigste, das auffällt. Okay, und wenn man jetzt so eine Verhaltensänderung sieht, wie spricht man das als Berufsbildner am besten an? Es ist ja auch gleich noch ein bisschen Privatsphäre, die da mitspielt. Hast du da einen Tipp? Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man eigentlich schon ein Vertrauensverhältnis schafft zu den Jugendlichen, die man betreut. Und das schafft man vor allem, indem man ihnen auf Augenhöhe begegnet. Und auf Augenhöhe begegnen bedeutet nicht, dass man eben dann nicht auch die Funktion hat, wo halt Regeln auch eingehalten werden müssen und so. Aber auf Augenhöhe bedeutet, dass man ihnen wirklich auch Verantwortung auch übergibt. Und ich glaube, gerade so die Generation im Moment, die will halt vor allem auch partizipieren. Also sie will in den Entscheid mit einbezogen werden, gut informiert werden. Und ich glaube, wenn man das schon hat, kommen sie dann eher in einer Situation, wo sie das brauchen. Man muss auch sich bewusst sein, dass man als Betreuerin oder Betreuer von einem Jugendlichen eine wichtige Bezugsperson ist. Aber man kann auch unter Umständen auch ein Stressfaktor sein für sie. Ich glaube, das muss man so ein bisschen auch selbstreflektiert sagen, weil es geht vielen Jugendlichen ja in der Schweiz
in einer Leistungsgesellschaft vielfach ja auch nicht so gut, weil sie viel Druck haben von verschiedenen Personen. Die Heime, die Lehrerinnen und Lehrer, Betreuerinnen, Betreuer. Das heisst, sie haben einen Leistungsdruck, der oben ist. Und da kommen noch die Zukunftsängste rein. Das heisst, man muss sich selber ein bisschen reflektieren. Man ist in dieser Situation, dass man sagt, okay, ich könnte auch unter Umständen ein Faktor sein, dass es ihm oder ihr nicht so gut geht. Wie kann ich das, wie können wir da die Beziehung am besten so handeln oder so schaffen, dass es ihm auch wohl ist mit mir? Und eben, wo kann ich auch vielleicht einfach mal so eine Visitenkarte von 147 überschieben und sagen, schau, da könntest du vielleicht ja mal anrufen. Ich muss nichts davon wissen und dann auch nicht nachfragen, hast du noch und du machst noch. Machen sie am besten keine Aufgabe daraus. Oder? Aber man kann so wirklich vor allem subtil die Informationen geben. Und ich glaube, das ist eigentlich vor allem das, was wichtig ist. Okay, also wenn man jetzt das Berufsbild nicht über so eine Situation erkennt oder wie du jetzt auch geschildert hast, würde helfen. Ab wann kann man sagen, jetzt muss ich mir professionelle Hilfe holen? Weil vielfach sind ja Berufsbildnerinnen und Berufsbildner haben vielleicht keinen pädagogischen Hintergrund. Wann muss man sich wirklich professionelle Hilfe holen, wenn man Probleme hat mit einem Lernenden oder mit einer Lernenden? Ich glaube, ganz wichtig ist wirklich eben das Bewusstsein, dass man sagt, was kann ich und was kann ich nicht. Und ich glaube, die meisten können das intuitiv sehr gut beantworten. Und es gibt ja sehr viel Angebot. Also 147 ist es vor allem für Kinder und Jugendliche und wir haben noch die Elternberatung. Aber bei den Berufsbildnerinnen und Berufsbildnern gibt es in den Kantonen verschiedene Anlaufstellen, wo sie vielleicht auch gehen können oder vielleicht mal mit einem anderen Vorgesetzten das noch reden. Also dass man da wirklich auch schon rasch eigentlich eine zweite Meinung holt. Und wichtig wäre halt wirklich, dass man die Angebote weiss und dass das den Kindern und den Jugendlichen kann geben kann. Okay, und häufig, eben, wie du jetzt auch schon ein bisschen angetönt hast, sind Mitarbeiterinnen vielleicht eher Vertrauenspersonen von diesen Jugendlichen als direkte Vorgesetzte. Wie kann man auch intern im Unternehmen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auf das Thema sensibilisieren? Es ist ganz spannend im Austausch mit vielen Unternehmen. Es ist wirklich so, dass eigentlich die Resilienz, die Widerstandsfähigkeit eine wichtige Kompetenz ist für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das klingt jetzt alles sehr theoretisch. Aber was das bedeutet, ist eigentlich, in vielen Unternehmen sieht man auch ein bisschen Zeit, dass sie da ist, dass man enttabuisiert, dass man psychische Leiden hat. Du hast es am Anfang angesprochen, es ist nicht komplett neu. Aber wie man damit umgeht, tut sich jetzt verändern und das ist auch zum Guten. Weil man würde ja auch zum Beispiel eben ein körperliches Leiden würde man nicht einfach so verschleppen. Ich sage immer, einen gebrochenen Fuß, wenn man den nicht behandelt, dann humpelt man. Und bei einem seelischen Leiden, wo vielleicht wirklich auch schon eine Angststörung ist oder eine andere psychische Diagnostik aus der Psychologie schon hat, wenn man das nicht behandelt, dann hat man auch später mehr Probleme. Und das ist natürlich dann für die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber ein Problem. Oder? Sie finden die Arbeitskräfte nicht, die Arbeitskräfte sind vielleicht nicht gut zu Weg, sie brauchen Hilfe, das heisst, sie können nicht lange in einem Beruf arbeiten. Also im schlimmsten Fall sind sie vielleicht sogar arbeitsunfähig. Und das ist als Gesellschaft wirklich auch eine Herausforderung, die um ist. Wegen dem sagen wir auch jetzt, die Situation im Moment muss man auch mittel- und längerfristig anschauen. Also wenn wir dann eine Generation haben, es wird viel zu hart sagen, es ist ein Lost. Also die sagen das selber manchmal über sich, Generation Lost, also ein bisschen Generation Corona. Ich glaube, wenn man jetzt aber schon viele Sachen kann abholen und helfen und die Krisenfestigkeit eigentlich stärken, dann hat man als Gesellschaft und als Arbeitgeberin und als Arbeitgeber dann am Schluss auch ja, gewonnen, oder? Weil es ist wirklich etwas von einer Kompetenz, wo was wie braucht. Es ist wichtig, dass man sich kann seelisch auch wieder aufbauen, dass man Inseln finden kann, auch die Sensibilisierung darauf, dass man eben auch präventiv tätig ist. Viele Unternehmen tun ja auch Gesundheitsförderung investieren und dass das dann nicht nur körperlich ist, sondern eben auch viel das Wohlbefinden sollte betreffen. Genau, jetzt wollte ich gerade da ansprechen, jetzt, wenn man sich als Firma anschaut, was kann man als Firma machen, was das Ganze angeht? Bringt es etwas, dass man intern vielleicht Informationskurs anbietet für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, was das Thema anbelangt? Bringt es etwas, wenn man für Jugendliche intern unterstützende Kurs anbietet? Was würdest du da einer Firma empfehlen? Gut, wir möchten das nicht wirklich so für Pro Juventute, aber was ich sicher kann sagen, ist eine Unternehmenskultur, wo eben die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wichtig ist und das auch wirklich auch zeigt, da gibt es x Formen, um das zu machen. Sei das jetzt zum Beispiel Sportangebot oder eine interne Ombudsstelle, ein Ort, wo man sich wenden kann, mit Vertrauenswürdigkeit wenden. Es gibt ja auch Psychologinnen und Psychologen, je nach Betrieb.
Das ist ganz unterschiedlich. Aber ich glaube, was man sich auch bewusst sein muss als Unternehmen, ist halt die neue Generation an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, denen ist ihr Wohlbefinden auch wichtig. Also sie enttabuisieren auch das Stigma der psychischen Probleme. Früher hätte ich mir vielleicht noch gesagt, ja, das ist doch nichts, das geht schon wieder weg und das ist ein bisschen Pubertät und da, das habe ich auch gehabt. Aber man hat jetzt weiss man auch, man hat ja wirklich das Fachgebiet von der Psychologie und der Psychotherapie und das kann sehr viel helfen und Leiden auch verringern. Du hast am Anfang auch zum Beispiel Drogenkonsum oder Alkoholkonsum angesprochen, die ja auch häufig eigentlich eine Art Behandlung sind für viele Leute, die aber nicht eine gute Behandlung sind, weil sie eben dann noch andere Probleme fördern. Okay, danke vielmals für die Ausführungen. Ich würde da am Schluss vielleicht noch schnell auf eine Situation eingehen oder jetzt einfach angenommen, man ist ein Lehrbetrieb oder ein Berufsbildner und hat einen Jugendlichen, der psychisch leidet oder ein Problem hat. Wo sollte man sich als Berufsbildner auch Hilfe holen, wenn man jetzt nicht weiss, was in dieser Situation machen? Oder ab wann sollte man einen Spezialist hinzuziehen? Wann muss man die Eltern informieren, die Schule informieren? Ich glaube, da ist wirklich ganz wichtig, dass man auf sein Bauchgefühl hört. Also ich glaube, niemand tut das übertreiben. Ich glaube, wenn man sieht, dass jemand leidet, dann sollte man sich die Hilfe holen. Da gibt es die Möglichkeit, wirklich aufs 147 mit dem Kind direkt vielleicht auch mal zu animieren, zum Anrufen. Es gibt natürlich die Möglichkeit, die Eltern einzubeziehen. Wichtig ist, dass das immer zusammen mit den betroffenen Jugendlichen gemacht wird. Das ist etwas, ein sehr grosser Vertrauensverlust ist für die Generation und für die Jugendlichen, wenn das über ihren Kopf entschieden wird. Also wir versuchen beim 147 auch immer die Massnahmen, die wir beschliessen, eigentlich zusammen zu machen. Also wenn wir mal auch wirklich jemand am Telefon hat, der sich etwas antun will, dass man dann eigentlich auch sagt, ist es dir recht, wenn ich dir Hilfe schicke? Also wir versuchen so, die Personen so gut wie möglich einzubeziehen. Das würde ich auch jedem Berufsbildner und jeder Berufsbildnerin raten. Und da gibt es natürlich kantonale Hilfsstellen. Ich nehme an, das wirst du alles noch aufführen, wo man sich wenden kann. Aber ich glaube, man soll aufs Bauchgefühl hören und je eher mehr schneller gehen als zu spät. Super, danke vielmals. Ich glaube, die Tipps jetzt zum Schluss sind sicher super gewesen. Und zusammenfassend können wir sicher auch sagen, dass es ein schwieriges, aber ein extrem wichtiges Thema ist. Ich hoffe, ihr Zuhörerinnen und Zuhörer habt euch gewisse Situationen reinfühlen können und habt von diesen hilfreichen Tipps auch profitieren können. Nehmt das Thema ernst und holt euch professionelle Hilfe, solltet ihr euch eines Tages in so einer Situation wiederfinden. Lulzana, vielen Dank für deinen Besuch und für das spannende Gespräch. Merci vielmals, Steffi. Ich glaube, ich wollte noch am Schluss etwas sagen. Also jetzt haben wir viel über die Probleme geredet, aber ich wollte auch sagen, dass die Generation etwas Einmaliges eigentlich geleistet hat. Seit 2 Jahren haben sie sich eingeschränkt und die vulnerablen Gruppen geschützt. Also es ist eigentlich immer wieder erstaunlich, wie grosse Solidarität herum war. Das haben wir auch immer in unserer Beratung gesehen. Und ich glaube, was man kann sehen, ist, dass die Generation wirklich echt etwas drauf hat und dass man sie mehr einbeziehen sollte ins Unternehmen. Danke vielmals für das Schlusswort und danke euch allen fürs Zuhören. Und ich hoffe natürlich, ihr seid auch bei der nächsten Folge wieder dabei, wenn es heisst Inside Berufsbildung.